Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Community-Server hier von mir. Ich bin im Game-Mode, Leute. Ich möchte euch heute nämlich was ganz Besonderes zeigen, wo wir gestern angefangen haben zu bauen im Stream. Und ja, Leute, ich hab auf dem Sofa geschlafen, ne? Nicht, weil mich jemand rausgeworfen hat, sondern eigentlich, weil ich gehofft habe. Mal so, /kick, hey. Keine, wann kommt was fragen. Zack. So, ich musste den gerade kicken, weil, ja. Okay, auf jeden Fall, habe ich da geschlafen, weil ich gehofft habe, dass ich dann früher wach werde. Das hat nicht so ganz geklappt. Das ist, ja, scheiße. Ich wollte auf etwas Unbequemen schlafen. Ich bin dämlich, oder? Bin ich doof? Ich wollte auf was Unbequemen schlafen, damit ich schneller wach werde, damit ich besser aufnehmen kann. Und, oh Mann. Egal, Leute. Auf jeden Fall, jetzt hier nehme ich auf. Hi, ich bin's. Ich bin doof. Okay. Auf jeden Fall hatten wir gestern ziemlich viel Spaß hier auf dem Server. Und hier, das wurde mir gebaut. Ein Einhorn von der lieben Mandy. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Das sieht nämlich echt bombastisch aus. Das ist richtig, richtig geil. Und ja, ich habe da eine kleine Verarsche gemacht. So. Und das ist da hinten im Eck. Da hinten im Eck habe ich nämlich eine Kopie angefertigt, Leute. An alle, die hier minderjährig sind, jetzt bitte die Augen zuheben, okay? Okay. Da. Das musste einfach sein. Es tut mir leid. Okay. Ihr habt hoffentlich gesehen, was ich gemeint habe. Aber naja. So. Wir gehen jetzt heute erstmal ins End. Weil dort ist das Gefängnis, Leute. Wir werden jetzt Straftäter. Werden wir nicht vom Server bannen oder sonst was. Wir werden deren Spawnpunkt ins Gefängnis setzen. Dort können sie dann nichts abbauen oder generell bauen oder sonst wie, ne? So. Hui. Also hier hat sich auf jeden Fall einiges getan. Und zum End geht's über den Nether, Leute. Ich hoffe, ihr wart da beim End-Event dabei. Dann kennt ihr es, ne? So, da geht man rein in dieses Portal hier. Ich mach das gerade alles im Game-Mode. So. Wo war's jetzt? Hier sind ziemlich viele Nether-Portale, Leute. Ach, da hinten. Da hinten muss ich lang. Hui. So, einmal hier hinten lang gehen. Und da haben wir gestern ein richtig geiles Gefängnis angefangen zu bauen. Einfach mal hier den Weg entlang. Wunderbar ist der gebaut worden von der lieben Sarah. Da geht es hier einmal längs. So, ewig lange. Aber dann kommt man direkt in einem Stronghold raus auf jeden Fall. Und dann kann man direkt ins End gehen. Also ist absolut kein weiter Weg. Da muss man vorher hier ab... Oh, ich habe eine Elytra an. Deswegen hat es gerade so komisch rumgebackt. So, gehen wir hier lang. So, hier war doch mal ein Geländer. Das gibt es nicht mehr. Okay. So, hier rein. So. Und dann landen wir hier direkt im Stronghold, was ich mega geil finde. Und kommt dann hier direkt ins Endportal. Und Leute, da haben wir... Was heißt wir? Also ich habe die Brücke gebaut. Und ja. So, warte mal. So, also man kommt hier ins End. Und da hinten, Leute, geht's zum Gefängnis. Oh ja, das finde ich richtig, richtig geil. Das ist uns richtig gut gelungen. Also die Brücke, die habe ich gebaut zusammen mit der Steffi. Die ist richtig, richtig cool. Da hinten geht es nämlich zum Endgefängnis. So, wir haben da Ender Crystals. Das soll ja halt richtig endmäßig aussehen, Leute. Und das finde ich, ist uns gelungen. So eine Brücke hier rüber als so eine Insel. Na, finde ich ziemlich, ziemlich geil. Ist auf jeden Fall definitiv gelungen. Find ich gut. Oh, da unten ist noch... Oh, das sind noch Gefängnisse. Ja, das gucken wir uns jetzt einfach mal in Ruhe an. Also man kommt hier lang. Die Brücke hier, die habe ich gebaut. What the fuck? Huh, Serverlag. Ich wäre fast gestorben. Oh mein Gott. So, wir gehen hier weiter.
Und ja, alles hier schön endmäßig gebaut und jetzt steht hier ein Schild. Was steht da jetzt? Der Endstone muss noch zu Bedrock ersetzt werden. Die Schilder helfen euch, den richtigen Weg zu finden. Was? Dieser Stein hier muss Bedrock werden? Warum? Warum das? Verstehe nicht. Mitarbeiterzugang. Okay, hier geht's einmal rein. Hier muss man dann seine ganzen Sachen abgeben. Und hier unten kann man die einsammeln. Und hier geht's zum Wachturm. Da gehen wir auch mal hoch. Und hier geht's wohin? Geht's hier hin? Wachturm, geht's da lang? Was ist das hier? Wo geht's denn hier hin? Ah, okay. Besucherfenster! Ja, cool. Ich finde dieses End-Dungeon finde ich ziemlich geil. Was heißt End-Dungeon? End-Gefängnis finde ich ziemlich, ziemlich geil. Das hat der liebe Baba hier gebaut. Also, ich habe mitgeholfen. Die Umrisse hat er dann gebaut. Und so weiter und so fort. Und ja, ich habe noch was anderes Tolles gebaut. Hier sind die Polizisten übrigens. Sachabgabe, Mitarbeiterzugang. So, und dann kann man hier hochgehen. Wop. Und kann von hier oben alles überblicken sozusagen. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Finde ich mega. So, dann kann man hier runtergehen. So. Ich fände es cool, wenn man World Edit mit Knopfdruck irgendwie auslösen könnte. Dann könnte man die Zugbrücke sozusagen machen. Wenn man auf einen Knopf drückt, ist die Brücke da. Wenn man auf einen anderen Knopf drückt, ist die Brücke weg oder so. Das wäre, glaube ich, cool. Na, dass man den Part markiert und dann, ja. Besucherfenster, da waren wir gerade. Wo geht's hier hin? Frische Gefangene und Hinrichtungsstelle. Ja, da kommen wir gleich dazu. Die Hinrichtungsstelle habe ich nämlich gebaut. So. Okay, was ist das hier? Speiseraum, Einzelzellen, Folterkammer, Hochsicherheitszellen. Und Zutritt nur für Personal. Hier geht's zum Innenhof. Und wo geht's hier hin? Leute, müssen wir ganz kurz hier checken. Ich verlaufe mich hier sonst. Ah, okay, hier geht's zu den Besucherzellen. So, dann gehen wir hier runter. So, dann gehen wir erstmal hier in den Innenhof. So, Basketballplatz. Finde ich cool, dass er hier einen Basketballplatz gebaut hat. Zellenzugang für Gefangene. Achso, okay. Und hier kommt man dann wahrscheinlich hier rum zum Basketballplatz. Ein kleiner Umweg, aber macht ja nichts. Die Körbe werden aus Sicherheitsgründen bewusst weggelassen. Geil. Innenhof. Oh, nice hier. Richtig, richtig cool. Gefällt mir mega. Von oben sieht es so aus. Sehr geil. Mega, mega geil. Also ich feiere das, Leute. Wenn ihr das auch feiert, lasst ein Like da. Und wenn ihr auf dem Server spielen wollt, Leute, dann werdet Kanalmitglied. Ein Vorteil ist dann, dass man hier auf dem Server spielen kann, so wie die anderen Leute hier. Da ist abends und mittags so ist mehr los. Gut, es ist Mittag. Nee, abends ist auf jeden Fall mehr los. So, warte mal. Ja, hier geht's zur Speisekammer. Na, das kenne ich hier alles noch gar nicht. So, Speiseraum, Einzelzellen. Gehen wir erstmal hier rein. Oha, die Einzelzellen. So, und das müssen wir dann noch mit Bedrock hier ersetzen, Leute. Weil wir wollen ja nicht, dass die Leute hier dann ausbrechen können. So, das ist wunderbar. Wow, da fehlt ein Obsidian da oben. So, zack. Oh, ja. So, sehr geil hier die ganzen Zellen. Und hier geht's dann zum Speiseraum. Okay. Ja, der ist auch noch ein bisschen schmächtig, würde ich jetzt mal behaupten. Aber sieht dennoch ganz gut aus. Also hier hätte ich noch Kisten hingemacht oder einen Dispenser vielleicht. Mega cool hier das Gefängnis. Sehr geil. Müssen wir halt nur noch gucken, dass es seinen Sinn und Zweck noch erfüllt. Hier geht's zum Ausgang. Hier geht's noch tiefer rein. Alter. Folterkammer. Geht's hier rein? Ne? Ja, gehen wir da mal hin kurz. Ist das hier die Folterkammer? Folterkammer, Zuschauer. Gucken wir erstmal bei den Zuschauern rein. So, okay. Jo, Alter, da sitzt du hier und guckst zu, wie da einer wahrscheinlich Wasser über den Kopf geleert bekommt. Waterboarding oder was? Alter. Hier geht dann einer rein. Und dann... Was passiert dann? Da kommt kein Wasser raus. Ah doch, jetzt. Nice. Aber das könnte man auch theoretisch so machen, indem man das so hinsetzt und dann... Ja, das geht trotzdem so. Das würde ich lieber... Wow! Gut, hab mich selbst gefoltert. So, jetzt habe ich so langsam einen Durchblick, wo es hier überall hingeht. Das war die Folterkammer. Jetzt gehen wir hier noch hin.
Hier geht's, glaube ich, zu den Hochsicherheitszellen. Ist das richtig? Hochsicherheitszelle 1. Lol, achso, okay, es hat tatsächlich geleckt gerade. Alter, okay. Ja, da pennt dann einer hier unten drin. WTF. Oha. Mega cool. Und dann gibt's hier wahrscheinlich noch eine zweite. Ja, genau hier. So. Alter, nice. Mega. Gut, dann gehen wir hier raus. So. Ich glaube, einfach geradeaus war's. So, ja. Und dann gehen wir hier hoch. Und gehen hier hin. Und ja, jetzt kommen wir hier hin zu dem, was ich gebaut habe. Den Hinrichtungsplatz. Und zwar habe ich da an Kevin denken müssen. Der baut nämlich das Schloss Hohenair. Und dort gibt es das Mondtor, wo die durchfallen, die Gefangenen. Und das habe ich hier auch, Leute. Das habe ich hier an der Stelle auch. So, jetzt frage ich mal. Will jemand sich opfern und das, warte mal, und sterben? Mal gucken, ob sich jemand freiwillig meldet. Oh, ich. Ja, dann slash. Warte mal, dann porten wir den her. So, slash TP Basti zu Basti. So, jetzt ist er hier. Oh, 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 oh. Er hat seine komplette Dia-Rüstung. Warte. Warte mal. Ich mache jetzt hier eine Kiste kurz. Ich brauche eine Kiste. Ich brauche eine Kiste hier. So. Mach dein Stuff hier rein. Warte mal, slash unlock. Gibt's das? Zack. Oh, slash unlock. So. Hier. Mach in die Kiste. Und lock sie auf dich. So, Leute. Das hier habe ich gebaut. Das finde ich mega cool. So als Hinrichtungsplatz auf jeden Fall. So, er muss die Rüstung noch ausziehen. Ach, es leckt gerade. Das sieht man daran. Wahrscheinlich sind gerade Leute, entweder joinen gerade Leute auf den Server oder ins End oder ins Nether. Oder? Oder backt es einfach nur rum? Ne, er macht die Sachen da rein. Ah, okay, dann laggt es nicht. Ja, willst du wirklich den Koppel? Der Koppel ist unwichtig. Der Koppel ist unwichtig. Lieber Basti, deine Rüstung. Ja, mach sie da rein. Rüstung ist drin. Sehr schön. Bereit. Ups, bereit. Er wird jetzt sterben und seinen 119. Tod einkassieren. Leute, hab ich gebaut. Finde ich mega nice hier. Und tschüss. Guten Flug. Leute, Applaus an den lieben Basti, dass er sich geopfert hat für diese Demonstration hier. So, an der Stelle bedanke ich mich. Oh, hi. Willst du dich auch opfern hier? Willst du auch ein Opfer sein? Na? Besucherfenster, okay. Lassen wir mal gucken. Ihr könnt das Gefängnis ruhig angucken. Wer es halt grieft, das finden wir raus. Mit Hilfe von diesem wunderbaren Plugin. Ich wollte euch nur noch mal kurz sagen. Also hier, na, kann man dann sehen, dass irgendjemand irgendwas gemacht hat. Dieses Plugin ist wunderbar so. Kann man immer gucken. So. Oh, Steffi hat hier was kaputt gemacht. Oh, oh, Steffi. Okay, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns heute Abend in einem Stream wieder. Macht's gut und tschüss.